Jo, das ist die Flöte. Ich mache mal eben noch das Lederband ab. Und zwar ist das jetzt die erste Flöte, die ich vorstelle aus der traditionellen, einfachen Flötenreihe. Das heißt, die ist sehr einfach gearbeitet, keine Bindungen. Das ist jetzt Bambus. Es ist eine Hochtonflöte, das heißt, es ist ein hohes G, 440 Hertz. Hier unten auch zu sehen, ist reingebrannt. 440 Hertz, Klänge des Herzens, 2021. Mit Shellack behandelt, dreifach innen und zweifach außen. Super Schutzschicht. Traditionell einfache Flöten heißt, der Reiter ist ein ganz einfacher Reiter, lässt sich super transportieren. Das ist die Flöte Türkis. Wir haben sie Türkis genannt. Hier sind zwei Türkissteine drin. Also hier ist einer drin und hier unten hängt einer dran. Einfaches Lederband. Super zu transportieren. Super stabil. Der Bambus hält einiges aus. Genau. 440 Hertz G. Und traditionell einfach, weil einfach kein großer Schnickschnack ist. Und einfach auch vom Preis her wesentlich günstiger als die anderen Native American Flutes mit einem richtigen Reiter, mit Bindungen, mit Verzierung und so weiter. Also die kostet einfach wesentlich weniger. No. Findest du auch auf der Website klängedesherzens.de unter Native American Flutes. Und dort habe ich dann so zwei Kategorien. Das eine sind die Native American Flute Style Flöten und das andere sind die traditionellen einfachen Flöten. Genau. Von den Maßen, das ist eine kleinere Flöte. Ich habe sie am Anfang erstmal ohne Hall gespielt und dann mit Effekt. Und die oberen zwei Löcher sind 2,5 cm. Das heißt, von hier nach hier sind 2,5 cm Fingerabstand. Das ist jetzt eine 5-Loch-Flöte. Der Abstand ist ein bisschen mehr, das sind 3,5. Und hier sind es dann wieder ungefähr 2,5. Genau. Na, falls du dich fragst, kann ich das von den Fingern her greifen, nimmst du einfach irgendwie einen Stab, einen Besenstiel oder so, legst mal so die Finger an, guckst mal, kann ich das von den Zentimetern, kannst mal so markieren und dann mal so an dran gehen, guckst du, passt es. Genau. Das ist die traditionelle, einfache Flöte.